Hallo Leute und willkommen zurück zu Kathrine. In der letzten Folge haben wir hier ein paar SMS beantwortet, sind hier ein bisschen durch die Bar gestiefelt und haben mit ein paar der Leute hier geredet. Oh, der Polizist ist jetzt weg. Hey. Stattdessen ist er jetzt hier. Ist das nicht der eine Anzugverkäufer? Hey. Archie? Are you alone today? Hey, do I look like a good person? Yeah. You're not a good judge of character, are you? I'm one of the worst people ever. Huh? I sleep with lots of women, take their money and run. Lather, rinse, repeat. Why? I don't like women. They disgust me. What about you? Are you usually loyal to them? Well, I guess. I mean, I've been dating my girlfriend for a while now. So you mean you'd pull back even if the woman of your dreams hit on you? Yeah, but... You can stay true to the one you love, but all it gets you is betrayal. A happy family is just an illusion. Mothers and sons are just women and men when it comes down to it. Huh? Just kidding. I'm going now. I only came to have one drink. Is that Rapunzel game any good? I tried it because Todd, my boss, was into it. It's a lot of pushing and pulling, just like relationships with women. Nothing but trouble. Okay, wir haben noch eine Mail bekommen. Es scheint, als hätten die Stammgäste des streunenden Schafs große Probleme. Wenn du sie ignorierst, kommen sie vielleicht nicht mehr in die Bar und vielleicht hörst du dann in den Nachrichten von ihnen. Rede immer mit ihnen und sprich ihnen Mut zu. Okay, das ist natürlich jetzt das, was ich auch gedacht habe. Sie sagen, also die in den Träumen sagen immer, geh den Weg alleine und... Scheiß auf die anderen. Aber ich denke, dass man in solcher Situation alleine nicht unbedingt gerade den besten Lauf hat, würde ich mal so sagen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir da halt zusehen, dass wir alle zusammenhalten und versuchen, irgendwie gemeinsam aus dieser Nummer rauszukommen. Anscheinend ist das auch der richtige Weg, denke ich. Does Johnny seem a bit gloomy to you? Did something happen? You don't mess around, man. I'm seriously worried about him. He always hides his... Yeah, huh? You guys are still just kids. Only your bodies grew up. I've been getting the feeling like people keep staring at me. Maybe I'm showing a little too much cleavage. It's just you. Hey, don't shoot me down just like that with three words. Come on. I know you sneak a peek at me every so often. No, I don't. Three words again? Okay. Eine Gesprächsoption haben wir noch. Okay, das wäre es dann ja wohl gewesen. Wir haben aber natürlich wie immer unsere finale Mission, die Toilette zu besuchen. So. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, dass wir uns hier immer erst hinsetzen. Wir können hier auch mal speichern, denke ich. Das machen wir jetzt auch mal. Einmal kurz speichern. So. Okay, speichern erfolgreich. Dann heißt es jetzt raus aus der Kabine. Holen wir uns den nächsten Traum an. Wir müssen jetzt mal drauf achten, was im Spiegel zu sehen ist. Okay, los geht's. Wow! Das ging zu schnell. Tired? Es wirkt aber wieder so wie die Tante mit der Gabel. I'll be waiting for you at the quadrangle. You'll be frozen with fear. This voice. Huh? Und dann waschen wir uns einfach nochmal. Dieses Mail-Symbol da oben. Aber wir müssen stark sein, wir dürfen nicht reagieren. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir durch das Nicht-Reagieren irgendwie aus diesem Albtraum rauskommen. Eigentlich müsste er das Maul aufmachen und endlich mal reinen Tisch machen. Aber ich glaube, er ist charakterlich noch nicht so weit. So high.
You should go home and get some rest. I know. Oh, yeah, about my bill. Yeah, put it on your tab, right? I know. Anyway, just make sure you get home safely, okay? With all the rumors and bad news going around. Ah, you worry too much, Erica. I'll be fine. See you soon. Okay, jetzt wissen wir auch, wie er immer seine Rechnungen bezahlt. Das hatte ich ja mal in einer der Folgen gefragt, als wir kein Geld vom Automaten holen konnten. Und die Zeit vergeht. Wir liegen wieder in unserem Zimmer. Das Gewissen plagt uns. Gedanken fliegen durch unseren Kopf. It's not from another girl, is it, Vincent? We still need to meet my parents and tell them. Well, if she is pregnant, you gotta bite the bullet. Albtraumzeit. Wir nähern uns ganz, ganz langsam immer der 0-Uhr-Marke. Oder bilde ich mir das ein? Tonight we visit the quadrangle. I didn't expect you to climb this high. Das passt auch ein bisschen, dass es ein Turm ist, so wie der until you reach the edge. Sündenfuhl von Babel sozusagen. Okay, Eisblöcke. That can lead to instant death. Be careful. Okay, wir können also über vereiste Blöcke runterrutschen. Snow? Shit, it's cold. I'm gonna freeze to death. War das gerade ein normaler Typ auf dem Block? Oh, keine Ahnung. Oh shit, das war schon so ein Eisblock. Okay, wir müssen aufpassen. Oh shit. Das ist schwierig. Also wir können nicht runterrutschen. Wir können jetzt hier runterrutschen. Das ist die Krux bei der Sache. Ja. Ich hab's gewusst. Aber ich muss es natürlich einmal ausprobieren. Nur um die Option auszuschließen. Würde man natürlich nicht machen, wenn man nicht wüsste, dass man noch genug Versuche angespart hat. Okay. Okay, warte, den ziehen wir raus. Okay, wir schaffen das. Ups. Ich glaube, dann haben wir gerade unseren ersten. Es war unbeabsichtigt. Oh shit, da kommen wir nicht rüber. Ja. Okay, weil es Einzelne sind, kommen wir rüber. Aber wir kommen hier nicht mehr runter. Okay, doch, das scheint doch zu gehen, sich dort an der Ecke festzuhalten. Ja, Minka, was ist denn los? Ich werde weiterhin hier von unseren Katzen belagert. Diesmal ist es nicht die Flocke, sondern die Minka. Okay, hier können wir auch nicht sehr viel machen. Oh, das war ein dummer Fehler. Sehr, sehr dummer Fehler. Noch ein dummerer Fehler überhaupt. Gut, da müssen wir jetzt nochmal von vorne arbeiten. So.
Hoffentlich haben wir die Zeit noch. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Autsch! Ich habe in der Sekunde noch dran gedacht. Von einem Eisblock zerquetscht. Nicht gerade die rosigsten Aussichten. Nein! Boah, alter Schwede. Ich bin so dämlich. Nein. May you rest in peace. Now's not the time to be dead. Alright, I got it. Alright, I got it. Oh, that's cold. Edge. All right. Oh, that's cold. Edge. Come on! Edge. Whoa! Oh, that's cold. Edge. All right. Edge. Edge. All right. Oh, that's cold. Edge. Edge. Nein, da falle ich nicht drauf rein. Diesmal nicht, Freunde. Da ist nichts hinter. Okay, der fällt aber nicht runter. Haben wir erreicht. Und wir sind doof. Mann. Ja, ich kann verstehen, wenn jetzt der eine oder andere, der das hier schaut, mit dem Kopf schüttelt. Das geht mir gerade genauso. Ihr könnt es nur nicht sehen. Okay, aber wir haben Gott sei Dank gerade erst gespeichert. Machen wir das jetzt hier? Moment, ich muss mal einmal über... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mega gefährlich. Und ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, wir haben uns festgefahren. Bringt uns nicht in den geringsten weiter. Okay, wir müssen es über die andere Seite versuchen.
Edge. Oh, so ein Mist. Time to use this. Was macht es? Scheiße, ich hab losgelassen. Nein. Oh Mann. May you rest in peace. Now's not the time to be dead. Okay, weiter, weiter, weiter. Das kriegen wir hin. Das war schon wieder ein dummer Fehler. Nein! Okay, ich gebe zu, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. May you rest in peace. Now's not the time to be dead. Okay, der wird jetzt gleich wieder runterfallen. Alright, I got it. Schwein, dass der da trotzdem festsitzt, aber irgendwie auch nicht. Nein! Ah. Also die, ich glaube, diese Eisblöcke, das ist mein neuer Nemesis. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Was dieses Buch macht. Na? Ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Nein! Nein! Okay, wir lagen so gut dabei. Aber das machen wir jetzt.
Nur um da hochzuklettern, um trotzdem runterzufallen. Der ist ja so wie ich. Hat Angst gehabt, dass ich dort trotzdem abrutsche. Warte mal, haben wir uns jetzt endgültig den Weg verbaut? Edge. Haben wir oder haben wir nicht? Edge. Okay. Ich glaube, die Seite ist eine Sackgasse, da müssen wir echt aufpassen. Oh nein, warum habe ich das gemacht? Fallen wir runter. Komm noch nicht raus. Nein, ich bin runtergesprungen. Ah, ist egal. Krieg's trotzdem noch. Scheiße. Boah, wir haben es noch geschafft. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt. Was ein Scheiß, ey. Gott sei Dank, ich habe mich da schon wieder von vorne basteln sehen. Aber es wird auf jeden Fall zunehmend schwerer. Okay. Ja, wir haben immerhin überlebt. Das ist ja schon mal etwas. Okay.
Aber wir sind auch schon bei 25 Minuten. Der da hinten sieht aber böse aus. Also, was uns hier jetzt in der nächsten Folge erwartet, das seht ihr dann übermorgen. Und bis dahin, ciao, ciao.